can't take it back, no. I'm got so much left to say, I'll take my words and walk. Was ist das hier? Egal. Es sieht so komisch aus, ich verpiss mich mal, sonst bringen die Viecher mich noch um. Hä, geht's da nicht hoch? Hä? Warum ist da ein Wegweiser, wenn es da nicht weiter... Ich glaube, da kommt noch irgendwas. Das sieht aus, als ob da wirklich irgendwann mal noch was kommt. Das wäre so typisch solche Spiele halt. In solchen Spielen gibt es immer so versperrte Wege, die mit der Zeit so offen werden, wenn man irgendwelche Quests erledigt. Aber ich weiß nicht, ob es in diesem Spiel hier überhaupt irgendwelche Quests gibt. Ist halt die andere Sache. Scheiße. Und jetzt bin ich hier hinten und hier muss ich Sachen abbauen, damit ich nach vorne komme. Da ist auch eine Höhle, lol. Ach, vielleicht war das diese Mine, von der alle geredet haben immer. Aber jetzt, ich versuche da mal reinzugehen. Vielleicht ist es wirklich ja die. Nee? Hä? Hä, aber kurz, das kann nicht sein, dass hier nichts ist. Ich will meine Energie nicht verschwenden, aber... Hä, hier ist ohne Scheiß nichts. Erinnert mich aber so ein bisschen an die Höhlen aus Rubin Saphir, wo man halt so Ratchet Steel und Ratchet Ice so erwecken musste. Da immer so Kombinationen irgendwie machten, also so Kombinationen laufen musste. Da musste man irgendwo Surf einsetzen oder fliegen und so. Wenn man, ja. Aber ich brauche was zu essen. Mann. Komm, wir haben schon 12.40 Uhr. Vielleicht muss ich mit den Leuten reden. Die geben mir bestimmt irgendwas. Oder gibt es vielleicht jemanden, der was verkauft? Zu essen? Hallo Leute. Bitte, ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Bitte, gib mir Essen. Sie geben mir Essen, bitte. Bitte. Ah, nee. Das ist zwar ein Saloon, aber ich denke mal, das ist sau teuer. Ich kann mir nur das Brot leisten, das lohnt sich nicht. Das gibt 50 Energie nur. Mann! Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Nee, eigentlich, ich war das Spiel Bock übel. Aber ich brauche Essen. Und es ist ein bisschen blöd, wenn ich hier einfach in der Gegend rumlaufe. Hat hier jemand Essen? Bitte? In vielleicht? You're not good enough friends with Hallie to enter her bedroom. Wessen Hallie? Kenne ich noch nicht. Hoffentlich lerne ich die noch kennen. Ich nehme mal an, das ist jemand, weil es steht her bedroom, von daher. Wer wollte denn hier? Oh. Hi, I'm Sam. Good to meet you. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Cool, dass du nicht hinterfragst, warum ich in deinem Haus bin. Finde ich schön. So. Hier unten wohnt vielleicht jemand, der mir was geben kann. Bitte, Almosen für die ohne Geld. Bitte. It's locked. Only Leas friends can enter anniversary. Ah, hier wohnt Lea. Okay. Hi, Lea. Wo immer die ist. Hm. Ich könnte jetzt eigentlich so knock knock. Wer ist da? Er ist Leas Friend. Okay, ich mach auf. Und dann bin ich die hier, Freunde. Aha! Dann habe ich die verarscht, eiskalt. Die wird bestimmt drauf reinfallen. Alter, wie primitiv. So. Warum irgendwas ist hier bestimmt. Essen, Essen, Essen. Also da habe ich schon mal so einen Turm gesehen, aber eigentlich suche ich nach Essen. Aber ich kann ja da drin mal nach Almosen fragen. Hier wohnt wahrscheinlich Rapunzel. Rapunzel, lass dein Haar herunter. It's locked. You can hear someone inside, thought. Okay, du denkst, du kannst jemanden darin hören. Aber du weißt es nicht genau. Wie reagierst du aber kurz? Aber wir nehmen jetzt 40 Minuten. Oh nee, was? Das wollte ich nicht. Mann, scheiße. Okay, wir nehmen jetzt 40 Minuten auf. Allzu lange habe ich also nicht mehr. Ja, ich nehme noch etwa 20 Minuten auf. Haben wir noch eine Folge. Ich denke, das ist gut. Du, du, du.
Da tickt das alles so aus. So. Guck mal, wie das rattert. Alter, Mann, komm, ich brauche was zu essen, das ist blöd. Ich gehe jetzt einfach schlafen, ich habe keinen Bock mehr. Hab keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Warum hast du so wenig Pflanzen am Boden? Das ist blöd. Ich weiß gar nicht, was sollen wir eigentlich den guten Lebtag machen hier in dem Spiel? Ich meine, es ist ja eigentlich quasi noch der Anfang, von daher müsste ja eigentlich relativ viel noch zu tun geben, aber irgendwie, ich blicke gerade nicht so durch, was wir alles noch machen könnten. Jetzt gehe ich erstmal nach Hause. Ich glaube, hier hoch geht's. Oder ging es nach Hause? Wenn ich die Map anschaue. Ach nee, stimmt, jetzt muss ich hier durch. Oh Mann. Kein Bock. So, ich komme so bestimmt irgendwie durch. Nee, war Gott, hier nicht. Das ist ja ein halbes Labyrinth. Ich bin jetzt Maze Runner geworden, Alter. I'm the Maze Runner, the official one. Oh Mann. Komm bitte hier. Ja, okay, nice. Ja, ich hab's geschafft. Bin aus dem Labyrinth draußen. Und diese Vollspassen bei Maze Runner hatten keinen Plan, wie das geht. Haha. Solche Vollidioten. So, jetzt erstmal schlafen. Yes, go to sleep. Level 1 ins Foraging. Das ist gut. Schön. Yeah. Es regnet. Oh mein Gott. Es regnet. Den muss ich heute ja nicht mal gießen. Schön. Was mache ich denn jetzt heute? Da habe ich heute ja gar nichts zu tun, Mann. Och Gott. Ich hasse mein Leben. Was soll ich denn den lieben langen Tag machen? Ich meine, in die Minen kann ich ja noch nicht. Gießen kann ich auch nichts. Ich kann noch mehr Sachen holen zum Anpflanzen. Mal kurz hier noch. Ups, hoppla. Mal zumachen. Kurz, eigentlich will ich die Energie nicht jetzt hier verschwenden, wenn ich letzten Endes doch wieder weggehe. Vor allem, ich habe halt das Gefühl, die habe ich ja schon aufgemacht. Wahrscheinlich geht das zu, wenn ich dann lange nichts dran. Oder wenn ich da lange nichts hinpflanze, ne? Geht das wahrscheinlich zu. Das ist ein bisschen blöd. Okay, oh, guck mal, da ist ein Ausrufezeichen. Was bedeutet das? Trying to keep the art of fishing alive. I'll pay 120 gold to any fisherman who catch 3 sardines. Good luck, willi lala. Accept quest, also 3-mal Sardinen fangen. Und dann können wir eigentlich unsere Belohnung abholen, das wäre cool. Ich weiß nicht, es gibt ja ein Stardew Valley Wiki, wo man eigentlich so ziemlich alles nachgucken kann. Ich möchte das jetzt eigentlich nicht machen, weil das kommt dann dem Cheaten schon relativ nahe, beziehungsweise wenn ich alle Informationen schon habe, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Was ist jetzt los? Ein Event hier! Schön. Wer bist du? Ah, das ist Willi! Ahoy there, son! Heard there was a newcomer in town. Got to finally meet ya. Ah, I'm still trying to unwind from a month on the salty seas. It was a big haul. I sold a lot of the good fish. Finally saved enough to buy me a new rod. Er will sich eine neue Angel kaufen, also. Here. I want you to have my old fishing rod. It's important to me to that art of fishing stays alive. And then maybe you'll buy something from the shop once in a while. Ja, ich habe eine Angel gekriegt. Sehr schön. Sieht auch ein bisschen aus wie Zelda, wenn er sowas kriegt, ne? Use inside a bamboo pole. Perfekt. There's a good water here in the valley. All kinds of fish. Oh yeah, my shop's back open now. So come by if you need supplies. I also buy anything you catch. If it smells, it smells. Haha, that's what my old pappy used to say anyway.
cool. Das ist ja mega der freundliche Dude, Alter. So, dann können wir jetzt angeln. Weiß zwar noch nicht, wie das funktioniert. Aber ich bin optimistisch. War kurz. Ach, hier habe ich eine Angelroute. So, sehr schön. Zack. Bip. Ah, lol. Ich muss einfach Linksklick gedrückt halten. Jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich beißt irgendwann mal was an. Dann muss ich das wahrscheinlich einfach rausziehen oder so. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Oder hätte ich einen Köder unten ran machen müssen? Scheinbar beißt nichts an. Click Race Bar, release to a low power keep bar behind fish. Ah, lol. Ah, ich muss. Das ist ja voll easy eigentlich. Dauert vielleicht eine Weile manchmal, aber. Sardine. Brauche ich gleich nochmal. Eine Sardine habe ich jetzt schon. Dann kann ich nachher gleich die Quest machen. Fehlen nämlich noch zwei, ne? Ich will die Quest abschließen. La 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 la. La 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 la. Und danach beende ich wahrscheinlich auch die Aufnahmesession nach diesem Tag hier. Komm, nee. Du verpisst dich jetzt nicht, kleiner Fisch. Du bist nur ein kleiner Fisch, ich bin der Große. Jetzt geht's aber auf der Seite auch runter, ne? Das ist ja mega schwer, das Fischen. Jetzt habe ich es geschafft. Das ist jetzt aber keine Sardine. Hä? Leute, ich kann nur die oberen Slots benutzen. Okay, das ist blöd. Aber Clay brauche ich eh nicht, von daher. Ich muss das bei ihm verkaufen gehen. Wobei, ich brauche einfach nochmal zwei Sardinen. Das wäre wichtig. Aber das erinnert mich auch ein bisschen ans Fischen bei Metin 2. Ich hatte ja früher so ein Video online auf Metin 2, das hieß Fische, Fische, Fische. Weiß nicht, wer von euch kennt das Video noch? Das Video war so dumm und so schlecht gemacht, vor allem auch. Ups, war ich jetzt zu spät, ich war mit der Hand gerade woanders. Das war mal im Kopf, nee, Spaß. Ich habe bei diesem Video, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ich habe ganz, ganz viele Fische gefangen bereits vorhin. Und zwar vorbereitet halt quasi. Und die habe ich dann geöffnet quasi, weil bei Metin 2 war es ja so, dass man, wenn man Fische geöffnet hat, konnte man Muscheln drin haben. Die hatten viel mehr Wert als die Fische selber. Und in den Muscheln wiederum konnte man Perlen drin haben. Sardine, nochmal eine. Sehr schön. Fehlt noch eine. Dann kriege ich wieder ein bisschen Kohle. Cholera. Hahaha. Okay, es tut mir leid, dass ich solche Scherze mache. Das ist nicht angebracht, ich weiß. So, komm schon. Bring me that fish. Ich brauche ihn. I will need it. I really need that. Mann. Ich mache hier gerade so nebenbei noch einen USB-Stick von mir kaputt, der eigentlich. Also, er ist schon kaputt, aber ich nehme ihn jetzt komplett auseinander. Seaweed bringt Energie, aber. Egal, fuck you. Fuck your way. Blubbert es da? Ich will da drüben abfischen, vielleicht bringt das was, wenn es da blubbert. Blubber, blubber, blubber. Alter. Hör auf mit der Scheiße. Hör auf, ich drück ja noch nicht mal was. So, jetzt. Thank you, aber, hä? Pfiff nicht weit genug. Hier muss man da genau reintreffen, oder wie sieht's aus? Ja, wahrscheinlich, ich glaube, ich bin drin, oder? Oder bin ich nicht drin? Oder wie will man da rüber treffen überhaupt? Hä? Aber vielleicht bringt es auch gar nichts. Vielleicht ist das eine Animation einfach. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das was bringt. Ja, jetzt ist es weg. Lol. Also gerade sagen, kommt da nichts mehr. Alter, ich bin ja mega Naturtalent hier drin. Nice, easy. Hering. Weg mit dem Seaweed. Wer braucht Seaweed, wenn man einen Hering kriegen kann? Macht Spaß, diesen USB-Stick kaputt zu machen. Oh, okay, das war sauknapp wahrscheinlich. Komm, bitte Sardine. Ich
brauche noch mal eine Sardine. Ich brauche noch mal eine Sardine. Ich brauche noch mal eine Sardine. La 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 la. Bitte noch eine Sardine. Bitte noch eine Sardine. Komm, komm, komm. Und es ist wieder ein Hering. Fuck you. Fuck you, Hering. Das Fisch macht echt Bock. Muss ich dazu sagen. Ist es eigentlich Zufall, was für Fische das man kriegt? Mann, 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 Mann. Bitte, bitte nicht. So, perfekt. Sardine bitte? Ja, ich glaube, es ist... Ja, perfekt. Drei Sardinen. Sehr schön. Dann kann ich die anderen Fische auch gleich noch verkaufen gehen. Kriege ich noch ein bisschen Kohle dazu. Mal kurz... Muss ich einfach mit dem Reh... Also die kann ich schon mal verkaufen. So viel ist klar, aber... Aber wahrscheinlich muss ich mit ihm direkt reden, ne? Hey, you so sad, Colin. Sorry, so, la, 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 alles klar. Aber kurz. Hier, dann Fishing. Sehr schön. Irgendwie muss ich die jetzt nicht abgeben? Cool. Kriege ich noch ein bisschen mehr Geld. Hey. Danke. Tschüss. Verpiss mich jetzt. So, jetzt kann ich nur noch ein paar Seeds kaufen gehen für die Kohle, die ich jetzt habe. Kann ich die anpflanzen noch? Und dann ist alles viel besser. Yeah, yeah, yeah. Ups. Hoppla. Mann, ich bin nicht fähig. Ich bin einfach nicht fähig, Mann. Also, das Spiel ist einfach so schön idyllisch irgendwie. Es macht so Bock gerade. Ich habe ein bisschen Rückenschmerz, muss ich dazu sagen. Aber ansonsten ist es echt geil. Wahrscheinlich war ein Titten zu groß. Ach, Mann. Closed on Wednesday. Mann, du Scheißbisser, warum? Warum machst du Mittwoch zu? Oh. Ich glaube, Joja-Markt oder sowas habe ich hier mal gesehen, ne? Ja, genau, Joja. Ein Joja-Markt, da kann man bestimmt auch kaufen. Joiners Thrive. Was, Joiners? Hallo, miteinander. Na, was läuft? Wer bist denn du? Welcome to Yoyamart. How are you doing today? Morius heißt er. I don't believe we've yet. I'm Morius, Yoya customer. Satisfies the representative. When you decide you want to become Yoya member, I'll be delighted to help you make transition at Yoya experience. Yeah. Welcome. 5000 Gold für ein Membership. Membership, Alter. Membership meine ich. Was bringt denn das überhaupt? Ich wusste diese Scheiße aber mehr. Mann. Ich habe jetzt mein ganzes Geld dafür ausgegeben. Für 20 davon. Oh. Das ist traurig. Das ist echt sad life. Soll noch jemand sagen, es lohnt sich, Farmer zu sein? Kriegst du ja nichts dabei raus, Mann. Gar nichts. Ich kann heulen. Ein bisschen zumindest. So, ich gehe das jetzt mal anpflanzen, damit endlich die Aufnahme-Session und dann... Ja! Wäre gut, ne? Wäre gut. Ich habe immer noch meinen Laptop auf meinem Bett. Warum auch immer. Ist, glaube ich, nicht unbedingt schlau. Ich hoffe mal 20 Parsnips reichen noch für den Rest hiervon. Ja, das reicht gut. So, wunderbar. Wunderbarski. Dann kann ich den Rest eigentlich mal reinlegen. Kann ich ja ein andermal anpflanzen, aber vorher reicht mir das, was ich angepflanzt habe. So, ich würde sagen, ich beende die Aufnahme-Session, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Speichern kann ich, glaube ich, eh nur in der Nacht. Weil da steht ja immer das Saving-Dings gedöhnt und ich habe auch nirgendwo anders Saving-Dings gefunden. Vielleicht kann man das irgendwie mit einer Tastenkombination oder so, ich weiß nicht. Haut raus, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.